In Mittelmeiderich wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Hühner aus einem Garten gestohlen und geköpft. Zwei Hühner wurden vor Ort geköpft, die Kadaver blieben zurück, während von den restlichen Hühnern jede Spur fehlt. Die Besitzerin fand am Morgen die schreckliche Szenerie vor, nachdem die Tiere am Abend zuvor noch im Stall waren. Die Federn der Tiere waren bis zu den anliegenden Garagen verteilt. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder zum Verbleib der entwendeten Tiere machen können. Anlässlich des Weltkindertages am 20. September sind Fahrten für Kinder bis 14 Jahre mit den Bus- und Bahnlinien der DVG kostenfrei. Zusätzlich bietet die DVG am Sonntag, den 22. September, freie Fahrt im Duisburger Stadtgebiet. Im DVG-Kundencenter gibt es am 20. September von 11 bis 15 Uhr ein Glücksrad mit Gewinnen wie Eintrittskarten für den Duisburger Zoo. Am Sonntag, den 22. September, findet zudem ein Familienfest am Duisburger Innenhafen statt. Die Aktion wird von UNICEF und dem Deutschen Kinderhilfswerk unterstützt und steht unter dem Motto »Wir sind die Zukunft«. Eine 52-jährige Duisburgerin und ein 44-jähriger Oberhausener planten, einen zweiten Liebhaber der Frau zu töten. In Duisburg schoben sich die Angeklagten vor Gericht gegenseitig die Schuld zu, berichtet die WAZ. Die Beziehungssituation der Frau sei unübersichtlich gewesen und hätte zu Spannungen geführt. Beweise wie ein Schriftstück im Auto des Angeklagten und eine illegale Pistole bestätigten den Mordplan. Die Schwurgerichtskammer in Duisburg verurteilte die Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen. Am 20. September bietet der Zoo Duisburg eine Sonderaktion für Kinder anlässlich des Weltkindertages an. Kinder bis einschließlich 17 Jahren genießen ganztägig den Feierabendtarif, der normalerweise nur abends gilt. Die vergünstigten Tageskarten kosten 7 Euro inklusive Artenschutz-Euro und sind an den Tageskassen erhältlich. Auf die Kinder warten im Duisburger Zoo rund 4.700 Tiere aus fast 360 verschiedenen Arten. Der Zoo Duisburg schließt um 19 Uhr, aber die Tierhäuser können noch bis 18.30 Uhr besucht werden. In der kommenden Ratssitzung soll die Duisburger Verwaltung den Entwurf »Mehr Grün für Duisburg« vorstellen. Die Grünen kritisieren scharf, dass dieser Entwurf zu weniger Grün in Duisburg führen wird. Die Stadt Duisburg versuche hiermit ihre fehlende Baumschutzsatzung zu kaschieren. Kritiker bemängeln die fehlende Verbindlichkeit und befürchten vermeidbare Rodungen. Die grüne Fraktion zeigt sich in einer Mitteilung entsetzt über die schwammigen Aussagen und unzureichenden Maßnahmen des Entwurfs. Nach einer Untersuchung des Pestel-Instituts verdienen 13% aller Arbeitnehmer in Duisburg weniger als 14 Euro pro Stunde. Das Pestel-Institut stellt fest, dass ein höherer Mindestlohn vielen Beschäftigten zugutekommen würde. Die Gewerkschaft NGG Nordrhein fordert daher einen gesetzlichen Mindestlohn, der nicht nur die Existenz sichert, sondern ein vernünftiges Leben ermöglicht. Eine Anhebung des Mindestlohns auf 14 Euro würde etwa 28.800 Jobs in Duisburg betreffen. Rund 12.600 Menschen arbeiten derzeit für den gesetzlichen Mindestlohn von 12,41 Euro pro Stunde.